diese Influencer haben für meinen Fake-Film geworben von Marvin. Der nächste Teil. Ich hoffe da nicht, dass da noch ein Teil wieder kommt. Gehen wir mal rein in die Olga. Perfekt. Influencer dafür werben würden. Ich habe den Film schon vor allen anderen angeschaut und muss sagen, ich bin richtig begeistert. Boah, krass, also ich habe den Film jetzt gerade geschaut, erhol. Aber wenn wir den. Berlin, habt ihr gute Laune? Hallo, da bin ich wieder. Herzlich willkommen zum großen Finale von A Hole. Und heute geht es darum. Er hat immer so wilde T-Shirts an, Digga. Anti-Social Club. Welche Influencer haben für meinen Schrottfilm geworben und ihre Seele verkauft? Und ich will euch nicht lange auf die Folter spannen. Hier sind die Influencer, denen ihr vertraut. Also ihr müsst euch den Film auf jeden Fall angucken. Das ist ein Arthouse-Film. Und ich kann es euch wirklich einfach. In der ganzen Thematik, Digga, hat sie wirklich den Vogel abgeschossen, Digga. Also ich habe ja schon viele Statements gemacht, die Quatsch waren. So, da wollen wir mal. Und ich versuche mich wirklich kurz zu halten, ohne die Story wieder zu sprengen. Beginnen wir auch direkt. An dem Tag der Filmpremiere wurden ich und einige andere Künstler zu der Fake-Filmpremiere eingeladen. Auffällig da war es schon, dass fast alle Künstler von einem Management fast kamen. Und noch auffällig ist, dass es alles nur Damen waren, bis auf eine männliche Person. So, ach, alles schön und gut. Nehmt euch gerne Sekt for free. Also man wurde schon verleitet, Alkohol zu trinken. Stopp mal, Alkohol? Wenn man eigentlich zu arbeiten hat, man soll werben für etwas Vernünftigen. Digga, was redet die denn für ein Quatsch, Diggi? Aber wird schon direkt verleitet, Alkohol zu trinken und ach ja, nimm mal. Aber nein, ich vergaß. Man kann ja direkt viel besser arbeiten, wenn man Alkohol getrunken hat. Und das ist ja total seriös. Ja. Sie möchte anscheinend ihren Arsch retten, indem sie das darauf schiebt, dass dort Alkohol ausgeschenkt worden ist, während ihrer Arbeit. Das musst du dir mal reinziehen, Digga. Sie bewerbt einen Film und schiebt es dann darauf, dass sie Alkohol bekommen hat und dass das ja der eigentliche Skandal ist. Also erstmal muss sie keinen Alkohol trinken. Also Bruder, ich weiß nicht, auf welchem Weg sie im Leben gerade ist, aber dieser Weg war mir bis jetzt völlig, also fremd. Diesen Weg kenne ich gar nicht und ich denke mal, der Weg heißt am dämlichen Weg 88. Dann machen wir direkt weiter. Eine bekannte Melody. Die jetzt meint, den Mund hier über mich aufzumachen. Eine Mobberin. Es sind und Leute. Das muss ich mal wirklich kurz sagen, ne? Das ist mir wirklich unangenehm. Eine von denen, die bei dieser Filmpremiere dabei war, glaube ich, die hat mir geschrieben heute: Hey. Mit so einem Winke-Smiley. Eine Blondine. Hat mir geschrieben: Hey. Mit so einem Winke-Smiley. Und dann bin ich auf ihr. Ich mach's jetzt auch gerade nochmal. Dann gehe ich auf ihr Profil rauf. Sie hat diese Melody da verlinkt. Und dann denke ich, ah, die hängen ab. Und dann gucke ich, ah, Melody, die folgt mir nicht. Habe ich mit der schon mal geschrieben? Ah, Digga. Ah. Die letzte Nachricht war, du willst mich doch wahnsinnig machen, ey. Dann gucke ich, was das für eine Story ist. Dann ist das eine Story, wo ich in der Boxershorts auf dem Sofa sitze und man relativ gut meinen ausgebeulten Intimbereich sehe. Dann habe ich zurückgeschrieben, das frage ich mich bei deinen Bildern auch. Dann kam, würd mir gerne vornehmen, dich im neuen Jahr mal zu treffen. Bist du dabei? Digga, was war denn da bei mir los, ey? Digga. Ja, das war wohl meine frische Single-Phase. Was soll ich euch sagen? Leute, wirklich, ich erzähle keinen Scheiß. Ich musste dazwischen gehen, weil Aline Bachmann sowas von Mobbing-Attacken attackiert wurde, dass selbst ich es nicht mehr mit ansehen konnte, mich gegen alle gestellt hat. Nicht einer besaß den Mut zu sagen, ey, Melody. Hat die immer noch eingesoffen oder warum spricht die so undeutlich, Mann? Stopp, das ist jetzt einfach mal ein bisschen zu weit und es geht unter die Gürtellinie. Okay, also da muss man wirklich sagen, da habe ich was für Sie. Moment, ich habe hier was. Den würde ich jetzt hier gern zukommen lassen. Den überreiche ich dir, das ist der Friedensnobelpreis. Für dich. Sie hat sie wirklich aufs Übelste beleidigt, sodass ich irgendwann eingegriffen habe, mich dazwischen gestellt habe und gesagt, so geht das nicht. Du brauchst nicht jeden mögen, dann musst du auch nicht mich mögen, aber so derartig. Okay, next one. Applaus. Genau in so einer Situation kamen wieder alle Kameramänner auf uns, um genau diese Situation festzuhalten. Wird was davon erzählt bei dem lieben Marvin? Bei A Hole, die Fake-Film-Premiere? Wird davon von dieser. So, da wollen wir mal. Also ich fühle mich unintelligenter als vorher. Und das soll schon was bei mir heißen. So vom Ding her. Auch auf die Gefahr, dass diejenige, Digga, keine Ahnung,
Lust hat, rechtliche Schritte gegen mich einzuleiten. Kein Problem. Aber vom Verhalten her passt das Einzige in dem Video zu ihr gerade die Zahnspange. Denn so würde auch eine 13-Jährige argumentieren, wenn sie beim Clown erwischt worden ist oder beim Schuleschwänzen, Digga. Also das ist wirklich bodenlos. Habe ich noch nie erlebt. Naja gut, schauen wir mal weiter. Nur empfehlen. Ich kann es euch ans Herz legen. Ja. Lasst euch selber einfach überraschen. Es war sehr, sehr interessant. Es ist definitiv Kunst. Da könnt ihr euren Gedanken sowas und in eure Fantasie sowas von freien Lauf lassen. Also das haben sie aufgenommen, nachdem sie den Film gesehen haben, ne? Und natürlich ist ja ganz offensichtlich, die Schuld liegt beim Alkohol. Ich werde auch nochmal in die Vorstellung gehen. Well, not bad. Ab 2023 im Kino. Stürmt die Kinosäle und zieht euch diesen geilen Film rein. Ist euch mal eine Sache aufgefallen? Melody Hase ist die einzige Influencerin, die da gerade nicht aufgetaucht ist, weil sie sich ans Briefing gehalten hat, aber nur bis zu dem Punkt, wo sie gemerkt hat, dass Ahol für den Arsch ist. Und danach hat sie keine Werbung mehr für den Film gemacht. Und somit ist sie die einzige, die den Test bestanden hat, weil ihr scheinbar das Geld nicht so wichtig ist wie die Wahrheit. Jetzt weiß ich auch, warum ich mit ihr geschrieben habe, weil sie mir von Anfang an sympathisch war, Kappa. Nein, da muss man auch mal Lob anbringen, wo Lob angebracht ist. Ich habe es letztes Mal schon in der Reaktion gesagt. Es ist das eine, bevor ein Kinofilm draußen ist, dafür Werbung zu machen. Das kann man kritisieren, keine Frage. Aber spätestens dann, wenn du realisierst, dass das ganz großer Quatsch ist, beziehungsweise Müll ist, für den du wirbst, dann trotzdem noch die Story machst und das ist... Da hat sie sich gerettet. Ihr wisst ja, ich war gestern diesen Film gucken, A-Hole. Und ja, wir wurden halt eingeladen, ne, mit allem drum und dran. Eigentlich total geil organisiert, die Veranstaltung. Da bin ich halt da reingegangen, hab mir den Film irgendwie angeguckt so. Hab davon gar nichts gerallt. Das fühlt man sich ja auch irgendwie dann unwohl, irgendwie was nachzuhaken. Ich finde, es ist jetzt immer ein Unterschied, ob Calvin oder Christine den Film nicht versteht oder ich, ja? Seltsam. Auf einmal rudern alle Influencer gleichzeitig zurück. Und das auch noch mit dem gleichen Text? Das klingt ja fast so, als hätte das Management geschrieben. Hast du nicht auch eine Nachricht vom Management bekommen? Mhm. Was stand drin? Exakt der gleiche Text. Ja, keine Ahnung, Digga. Ändert im Grunde nicht wirklich was an der Tatsache. Man möchte nicht unhöflich sein, das Event war super, aber der Film war ein bisschen komisch und man muss sich jetzt ganz dringend davon distanzieren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass der Film nicht so wirklich toll war. Ehrlich gesagt, nicht. Gut, so. Ich habe diesen Film nicht verstanden. Aber ich habe auch gegen Ende nicht aufgepasst. Sind dann aber alle zum Schluss gekommen, dass wir heute wirklich ein Video drehen und euch wirklich nicht empfehlen, in diesen Film zu gehen, wenn er rauskommt. Weißt du, was mir am besten gefallen hat? Dass ihr die Ehrlichkeit für die Community so wichtig ist. Aber erst 24 Stunden später, wenn man sich besprochen hat und dann gemeinsam ehrlich sein kann. Weil dann zählt das auch erst. Guckt euch den... nicht im Kino und gibt keine Kohle dafür aus. Meiner Einschätzung nach ist ja nichts für unsere Zielgruppe. Eine Nicht-Empfehlung für jegliche Art von Arthouse. Haben sich Leute Mühe gegeben. Die haben sich auch voll Mühe gegeben, Leute. Und alle waren voll nett und so, ne? Der Schauspieler war da. So, deswegen sagst du ja dann, ey, cooler Film und so, ne? Wenn die direkt neben dir stehen, so. Da kannst du dich ja nicht hinstellen und sagen, hey, finde ich jetzt nicht so toll, was du da gemacht hast. Doch, kann man. Man muss ja nicht direkt sagen, ist scheiße und schämt euch alle. Es reicht ja auch zu sagen, hat mir persönlich nicht gefallen und würde ich jetzt ungern meiner Community empfehlen. So, in diesem Sinne, klar, haben wir da einfach eine scheiß Filmempfehlung weitergegeben. Aline Bachmann ist übrigens nicht in dem Management wie die anderen und hat dementsprechend auch die Mail nicht bekommen. Und deswegen ging ihre Story in eine etwas andere Richtung. Hätte ich immer die Mail weitergeleitet. Jetzt bin ich gespannt, Digi. Es gab genügend Influencer, die gestern gepostet haben, der Film ist super, schaut ihn euch an, bald kommt dann in Kinos. Ja, es bringt jetzt nichts, heute Storys zu machen und zu sagen, ja hier, hört mal zu. Gestern war der Film cool, heute sage ich euch, der Film war doch nicht so cool. Ja, da wurde uns eine Falle gestellt. Wir alle müssen daraus lernen, besser aufzupassen, die Augen aufzuhalten. Ich stehe zu dem Ganzen, ich sehe das alles mit Humor, also... Liebe Grüße gehen raus an Marvin. Grüße zurück. Übrigens, das war keine Falle, sondern einfach nur ein Test. Und den habt ihr alle bis auf Melody Hase nicht... Ja, also das verstehe ich auch nicht, Digga. Also jetzt mal ganz unabhängig, aber das ist doch voll unangenehm, die Frisur, wenn man die ganze Zeit die Haare in den Augen hat. Das ist ja überhaupt nicht praktisch. Boah, also liebe Grüße gehen raus an Marvin. Grüße zurück. Übrigens, das war keine Falle, sondern einfach nur ein Test. Und den habt ihr alle bis auf Melody Hase nicht bestanden. Und jetzt würde mich mal interessieren, was findet ihr eigentlich schlimmer? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Das Team, was sich jetzt versucht rauszureden, oder das Team, was sagt, ach komm, scheiß drauf, weiter geht's. Wo ist der nächste Gutscheincode?
Es sind ein paar Tage vergangen seit dem Kino-Event. Schwierig, schwierig. Was finde ich schlimmer, das Rausgerede? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Und mittlerweile hat ja jeder von unseren Influencern gemerkt, dass das Ganze ein Streich war. Und jetzt habe ich gerade mal in mein E-Mail-Postfach reingeschaut und habe gesehen, dass bislang keine weitere Rechnung ausgestellt wurde. Man muss aber auch dazu sagen, dass 5 von unseren Influencern von ein und demselben Management kommen. Und Aline Bachmann wiederum, die hat sich selbst vertreten. Und die war so raffiniert und hat die Rechnung schon vor dem Event ausgestellt. Das heißt, sie hat die Gage kassiert, noch bevor sie diesen Film überhaupt zu Gesicht bekommen hat. Und damit ich bei diesen ganzen Rechnungen vom Kino, den Komparsen, den Hotels und natürlich unseren Influencern zukünftig nicht durcheinander komme, habe ich mir ein Konto bei Revolut erstellt und die sind auch Sponsor. Digga, in jedem Video einen anderen Sponsor. Okay. Gib uns mal ein. Nach der Vorstellung ist meinen Freunden im Saal erstmal aufgefallen, was für eine wilde Kombi eigentlich vor Ort ist. Und nachdem sie geklärt haben, wer die unbeliebteste Person ist, haben sie natürlich auch aufgezählt, wen sie so alles hassen. Und die Liste war lang. Kuchen TV. Bis hierhin würde ich sagen, war mein Event ein voller Erfolg. Aber was jetzt im Nachhinein passiert ist, das wollte ich eigentlich nicht auf meiner Premiere haben. Ist das eine Frau, ist deine Freundin geschlagen? Wisst ihr, wer mich auseinandergenommen hat? Diese Yvonne, die hat mich so... Ich kenne die doch, Yvonne! Ey, die hat mich... Dieser Detektiv! Und Yvonne, Mann! Ey, Yvonne! Die hat mich auseinandergenommen! Die Yvonne hat mich... Ey, die hat mich früher gefeiert, ne? Ich hab die jetzt alle Zeit... Was? Ich dachte, das ist doch falsch. Doch, ja! Die hat mich früher gefeiert! Macht ihr die ganze Zeit Selfies oder klingelt ihr Handy, Digga? Dann hat sie mich errettet in der Überschrift, Und die hat mich vom ersten Video angehört. Aber dieses Video, da hat sie gesagt, ich wäre keine selbstbestimmte Frau. Ist alles gut? Ja, alles gut. Wir haben das nicht so ganz verstanden, Alter. Das waren schon echt eine Menge Schimpfworte. Und deswegen bin ich froh, dass Jan dann reinkam, weil ich hatte schon die Befürchtung, dass sie gleich vor Wut Sitze ausreißen. Aber Jan hatte auch noch einen Joker in der Tasche, denn immer wenn er zum Film befragt wurde, sollte er folgenden Satz sagen. War gruselig, oder? Die Scheibe, hier doch immer was abgerissen. Das war gruselig, also. Und wer dachte, im Kinosaal wäre schon das Höchstmaß an Lästerei, im Foyer ging es dann nochmal richtig ab. Komm mit. Okay, ich komm mit. Wie bitte nochmal? Dass die Krebskranke Kinder, dass sie die ausgenommen hat und den Eltern das Geld nicht gegeben hat, das ist offiziell. Das ist Aline Bachmann? Ja. Die hat das quasi mit Krebskranke, die ist mir tatsächlich nicht bekannt. Weil das ist heftig. Deswegen war ich gerade fast im Kino Stress und ja. Schwierig. Okay, recherchieren wir nochmal zusammen. Ja. Ich habe es auch gehört, dass die Aline Bachmann irgendwie Geld für krebskranke Kinder angeblich gesammelt haben soll und sich dann selber in die Tasche gesteckt haben soll. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ihr wisst, solche Leute machen gerne Anzeige. Ob ihr jetzt sagt, das stimmt oder nicht oder... Ich hab's nur gehört, versteht ihr? Wenn das der Fall sein sollte, dann sollte man der das Handy wegnehmen und die sollte nie wieder einen Stepper im Internet machen dürfen. Dann gucken wir nochmal, auf jeden Fall. Okay. Ich hab mich die ganze Zeit gefragt, wieso ich den Streik hier verhindern muss. Und ach so, wieso die das? Was hat die denn gesagt noch im Kino? Ach so, die waren ganz nett, aber ich hab mich gefragt, warum alle die hassen, die sind so nett aus. Okay. Ich hab grad gegoogelt und ich schon. Ach so. Ganz geil, alle, ganz sind Deutschland alle gegen der jetzt gerade gewesen heute? Ganz Deutschland. Ja, okay, da werden wir nochmal uns danken. Vielen Dank für den Hinweis. Auf anwaltlichen Rat hin möchte ich mich von den Aussagen dieser eventuell leicht angetrunkenen Person ganz klar distanzieren. Ich mich auch. Sind nur Gerüchte, die ich gehört habe, ob das stimmt oder nicht. Keine Ahnung. Wenn es stimmen sollte, ist natürlich menschlich gesehen Schmutz, aber ich bin kein Anwalt. Darüber entscheiden die Gerichte dann am Ende des Tages. Ich hab da einen Tisch für uns. Haben Sie schon offen? Ja, haben die offen gerade? Dann kommen wir weiter. Aber wenn eine Wache kommt, dann kommt der nicht mit. Weil dann sagt jetzt, sie darf nicht. Das ist ganz süß von dir, aber sieht aus, als wäre ich eine, die sich abhalten lässt von ihrem Leben, nur weil irgendeine dabei ist. Mir ist es egal. Mir ist es auch egal. Ich kann doch mitkommen, wo sie will.
ist es egal. Mir ist es auch egal. Ich habe nur jetzt für 6, 7 Leute angefragt. Und jetzt sagt aber Xenia wegen irgendeiner Schlagzeile, keine Ahnung, ich halte mich darauf. Meine ganz ehrliche Frage, warum hat die, die ist doch noch relativ jung, oder? Wieso hat die denn schon so viel machen lassen im Gesicht? Oder täuscht mich das? Die hat doch schon sehr viele Eingriffe, so klassische Chirurgie. War mal ein Mann, die ist auch in meine DMs geslidet. Doch, bei der ersten DSDS-Staffel ist sie noch als Mann aufgetreten. Okay, dann macht es natürlich Sinn, weil ich sag mal so, normalerweise in so einem jungen Alter sollte man ja keine plastische Chirurgie etc. Ne? Also, aber dann macht es natürlich, keine Ahnung, egal. Und jetzt sagt, schau Wikipedia, nee, alles gut. Also Xenia wegen irgendeiner Schlagzeile, keine Ahnung, ich halte mich darauf. Das Event neigte sich so langsam dem Ende zu und irgendwie war auch die Stimmung mittlerweile am Tiefpunkt angekommen. Und irgendwie war mein schönes Kino-Event von so einem grauen Schleier überzogen, weil niemand Aline Bachmann mag. Was ich auch verstehen kann, bei dem, was sie alles schon gemacht haben soll. Und bevor ich das... Ja, richtig. Bei dem, was sie alles gemacht haben soll, man weiß natürlich nicht, Sympathie für diese Person habe ich definitiv auch. In keinster Art und Weise. Das ganze Thema Aline Bachmann jetzt hier aufmache und erkläre, wen sie wie abgezogen haben soll, schaut euch mal lieber die Videos von KuchenTV an. Die sind dazu in der Videobeschreibung verlinkt, dann versteht ihr das Thema. Jetzt aber mal die Zusammenfassung von Diplompsychologe Dr. Marvin Wildhage, wer wen auf dem Event nicht mochte. Hallo und herzlich willkommen zu der kleinen Kategorie Wer mag eigentlich wen nicht? Präsentiert von Professor Dr. Marvin Wildhage, dem Diplompsychologen, den Sie vertrauen sollten. Und hier auf dem Whiteboard, da sehen wir schon die Gäste unserer kleinen Veranstaltung. Wir haben einmal das Lager Melody Hase und Xenia von Sachsen. Die beiden sind sowieso Best Friends for Life. Und also von der Tafel kann ich nicht leiden, kann ich absolut nicht leiden. Neutral, neutral, neutral. Keine Sympathie. Aline Bachmann auf der anderen Seite. Diese drei Personen mögen sich so gar nicht. Und sie haben einige tatsächlich in diesen Beef reingezogen. Calvin Kleinen zum Beispiel, der hat das Ganze schon früh gerochen und sich da gar nicht erst reingesteckt. Weil wenn die beiden aufeinander losgehen, da will auch ein Calvin Kleinen mit seinen Muskeln nicht dazwischen stecken. Ariel Rippegaard ist hier oben auch schon gut einkategoriert. Sie möchte eigentlich, dass die beiden reden, vielleicht in der Belucci-Bar sogar den Beef betrinken oder sich richtig fetzen. Und deswegen steht sie wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zwischen den Stühlen. Christine Okpara hat so ein bisschen Beef mit Xenia von Sachsen. Ich habe über den Buschfunk gehört, dass die eine der anderen sogar vor Ort den Sekt geklaut haben soll. Und das ist in der Promi-Welt so, als würdest du jemandem eine Backpfeife geben. Ich weiß nicht, wer jetzt wem den Sekt geklaut hat, aber wenn das so ist, uiuiuiuiui, dann hat er sicherlich noch ein Nachspiel. Und deswegen, weil sie... Am Ende muss man einfach fairerweise sagen, alle irrelevant as fuck, Digga. Mit ihr Beef hat, mag sie auch nicht. Und deswegen fühlt sich Christine Okpara wiederum so ein bisschen zu Aline Bachmann hingezogen. Gut. Der Feind. Von den Sympathiepunkten passen die auch gut zusammen. Meines Feindes ist mein bester Freund. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was der Doktor versucht hat, euch zu erklären. Ich persönlich habe ja nie gedacht, dass aus A Hole so ein Reality-Format wird. Ich glaube, jeder TV-Sender würde sich danach die Finger lecken. Mein Kopf raucht, aber ich hoffe, euch hat A Hole gefallen. Wenn ja, liked das Video gerne und abonniert meinen Kanal für mehr. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ja, gutes Video auf jeden Fall. Man hätte es vielleicht nicht auf 4 Teile längs ziehen müssen, aber gut, das ist jedem selbst überlassen. Ansonsten schon lustig gewesen. Ü-Promis, das sind in keinster Art und Weise, in irgendeiner Art und Weise für mich Promis, Digga. Seid bitte nicht sauer, das ist für mich Schmutz.